Versetz dich doch mal bitte in deine Schulzeit zurück. Hast du da auch Lehrer gehabt, die ab und an mal Besuch bekommen haben? Und nur ein Drittel aller angehenden Lehrkräfte schaffen die ersten 5 Dienstjahre, bevor sie sich im Beruf hinschmeißen. Die haben einen aufwendigen Unterricht gezeigt, der so eigentlich nie vorgekommen ist. Kommt so auf 70 Stunden die Woche. Ich habe auch Wochenends gearbeitet, es gab keinen freien Tag. Und anschließend sind sie dann mit dem Prüfer weggegangen und wurden bewertet. Ich bin heulend aus dieser Prüfung gegangen. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht. Die Lehrer schienen immer motiviert, fröhlich. Es schien so, als hätten sie tatsächlich Spaß daran. In einer Zeit habe ich mal zu stottern angefangen. Seit diesem Interview weiß ich, ich hatte früher absolut keine Ahnung. Hi Lea. Hi. So, meine erste Frage, wieso möchtest du dieses Interview führen? Also ich sehe es als meine Pflicht, andere, auch angehende Referendare aufzuklären über das, wie es läuft. Ich möchte Missstände aufdecken und es gibt einfach Dinge, die das Studienseminar mal wirklich hören muss. Du hast ja andere Referendare angesprochen. Würden die sich freuen oder nicht freuen über dieses Video? Die würden sich, denke ich, sehr freuen, dass es endlich mal jemand sagt, weil viele sich das gar nicht trauen würden. Was genau meinst du jetzt mit, die würden sich nicht trauen? Ja, also wir haben keine wirklich anonyme Feedback-Kultur bei uns am Studienseminar. Also es ist für uns nicht möglich, Kritik zu äußern. Und wir müssen natürlich auch immer befürchten, dass das in unsere Bewertung mit einfließen wird. Ja, was hältst du denn generell von dem Bewertungssystem? Ja, also eigentlich geht es in dem Bewertungssystem nur darum, dass wir herausfinden, was der Ausbilder oder die Ausbilderin hören will. Jeder hat andere Anforderungen, jeder hat andere Kritikpunkte. Ich habe mal einen Unterrichtsbesuch gemacht, für den ich bei meiner anderen Ausbilderin durchgefallen wäre. Und der eine Ausbilder hat gar nichts dazu gesagt. Er ist überhaupt nicht auf diese Punkte eingegangen, von denen ich wusste, dass ich dafür gekreuzigt worden wäre von der anderen Ausbilderin. Also würdest du sagen, es gibt keine Standards? Es gibt keine Standards, es ist nicht transparent. Wir erfahren unsere Noten erst am Ende des Semesters. Das soll uns auch nicht demotivieren, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer Stunde durchgefallen wären. Aber im Endeffekt ist es für uns dann überhaupt nicht möglich, uns einzuschätzen, wie wir stehen. Ob das eine gute Leistung war oder eine schlechte. Warst du schon mal psychischer Gewalt, Diskriminierung, Mobbing oder irgendwas Ähnlichem ausgesetzt? Die Machtausübung habe ich kennengelernt im Studienseminar. Dadurch, dass viele Ausbilder ja machen können, was sie möchten. Ich hatte eine Ausbilderin, mit der kam ich auf dieser sympathischen Ebene nicht zurecht. Die hat es dann auch dementsprechend in meinen Unterrichtsbesuchen bzw. in der Reflexion oder in den Noten dann ausgelassen. Ja, also von Seiten der Ausbilder sehr stark, aber da kann ich jetzt leider keine konkreten Beispiele nennen, weil sonst direkt klar wird, wer ich bin. Und ich kann nur sagen, dass es sehr oft die Macht und die Position der Ausbilder genutzt wurde, um uns in der Spur zu halten und um das zu machen, was sie sehen wollen. Ganz egal, ob das unseren Ansichten entspricht oder unserer Würde. Ja, zum Beispiel hatte ich einmal einen Unterrichtsbesuch bei zwei Prüfern auf einmal. Das war so ein sogenannter gekoppelter Unterrichtsbesuch, wo ich ein Haupt- und ein Nebenfach koppel, dass ich eine Prüfung weniger habe. Und dort haben die Ausbilder mich in der Nachbesprechung so auf gut Deutsch auseinandergenommen, dass ich da heulend rausgegangen bin. Ich bin heulend aus dieser Prüfung gegangen und habe dann am Ende auf meinem Modulschein am Ende des Halbjahres gesehen, 2-. Und dann denke ich mir, warum müsst ihr mich für eine 2- zum Weinen bringen? Und das geht nicht nur mir so. Wir Referendare begrüßen uns teilweise damit mit der Floskel und: Wie oft hast du schon vor deinen Ausbildern geheult? Also ich würde mal sagen, so psychische Gewalt und Machtausübung mal so ein bisschen zusammenziehen. Also Mobbing und Diskriminierung, so weit würde ich nicht gehen. Machtausübung gibt es an allen Ecken und Enden in dem Studienseminar. Das fängt ja schon an mit der Sache, dass von uns erwartet wird, in diesem Bild der adaptiven Lehrkraft zu entsprechen, während das die Ausbilderinnen zum größten Teil nicht machen. Was ist eine adaptive Lehrkraft? Kurz.
Ja, es geht um so ein bestimmtes Bild von Lehrern, die sich auf ihre Schüler einstellen, die die Stärken ihrer Schüler fördern. Ja? Das ist viel weniger so ein Vermitteln eines Wissenskanons, wie das früher war. Und es ist auch nicht mehr auf so eine starke Fokussierung auf Defizite. Nee, also ich bin an der Ausbildungsschule, an der ich bin, super aufgenommen worden. Es ist genau das Gegenteil von Diskriminierung. Also man merkt einfach die Wärme, man merkt auch das Einfühlsame bzw. das Empathische, weil man einfach von den Kollegen immer mal wieder Tipps bekommt, weil die sich auch reinfühlen können in einem, wie es einem geht, in der Referendariatszeit. Und genau, psychische Gewalt auch nicht, sowohl auch auf die Lehrkräfteakademie bezogen, als auch in der Ausbildungsschule nicht. Du hast ja angesprochen, dass dir diese Sachen in den OBs passiert sind. Wie sieht es generell aus mit OBs? Wie viel Zeit investierst du in OBs? Oder einfach gesagt, erstmal, was sind überhaupt OBs? Ja, OBs ist die Kurzform für Unterrichtsbesuch. Davon haben wir im ersten Hauptsemester 8, im zweiten Hauptsemester 6 und 2 Abschlussunterrichtsbesuche an einem Tag, die 40% unserer Gesamtnote ausmachen. Genau. Und bei diesen Unterrichtsbesuchen muss ich eine Vorbereitung daheim schreiben, eine kleine oder eine große. Die kleine hat so den Umfang von circa 5 Seiten, die große von circa 7 Seiten. Aber weil da so enorm viel verlangt wird und wir wirklich jeden einzelnen Schüler dort beschreiben müssen, intensiv, und uns überlegen müssen, wie können wir den einzelnen Schüler fördern, zieht sich das dann, weil wir das alles in den Anhang machen, so auf durchschnittlich 30 Seiten, die ich mache. Das bedeutet, ich bereite für eine Prüfung 30 Seiten Hausarbeit vor, bastle dann noch alles für diesen Unterrichtsbesuch, erstelle das Material, muss den Aufbau machen. Da geht schon einiges an Zeit drauf. Was würdest du sagen, investierst du an Zeit pro Woche in das Referendariat? Ungefähr 55 bis 59, 60 Stunden die Woche dann. Kommt so auf 70 Stunden die Woche. Ich habe auch Wochenends gearbeitet, es gab keinen freien Tag. Das variiert sehr stark, mindestens 40, 50 Stunden. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus? Was kriegst du für diese ganze Arbeit? Also ich verdiene netto 1,4 circa und eindeutig zu wenig dafür, dass man sich sozusagen die Erstanschaffung, also dass man das aus eigener Tasche zahlen muss. Es sind einfach Kosten, die auf einen zukommen, die echt Überhand nehmen, weil die Ausbilder erwarten natürlich auch, dass man einiges macht und das kann man sich nicht aus den Fingern ziehen. Das heißt, man muss sich Bücher anschaffen, Stifte anschaffen, man muss sich Hefte, Förderhefte und allein die Druckerpatronen, die echt teuer sind, weil die Ausbilder ja natürlich auch die Arbeitsblätter dementsprechend in Farbe haben wollen. Und die muss man sich natürlich auch anschaffen und das ist einfach, das geht richtig in den Geldbeutel. Und dass man da nicht mehr einen Zuschuss bekommt oder irgendwie vom Seminar irgendwie was zur Verfügung gestellt bekommt, ist wirklich heftig. Also das Gehalt ist nicht passend. Ja, hast du mit diesem Pensum, sag ich jetzt mal, schon irgendwelche gesundheitlichen Symptome gemerkt? Wie gesagt, gesundheitlich, sozial, irgendwelche Probleme? Ja, also ich habe gemerkt, dass ich im ersten Semester einen Tremor entwickelt habe, also dass meine Hand daheim ohne Grund auch in Entspannungssituationen angefangen hat zu zittern. Dann konnte ich keine Sachen zum Beispiel greifen. Das hat dann aber relativ schnell wieder sich dann beruhigt, nachdem ich mal Ferien hatte. Auch im ersten Hauptsemester, wo ich 2 Prüfungen und ein Seminar noch mehr hatte jetzt als im zweiten, da musste ich mich vor der Arbeit oft übergeben. Und auch manchmal war es kurz davor im Unterricht, da konnte ich dann noch rausrennen. Und ich hatte auch eine Burnout-Phase und habe mich auch nach anderen Jobs umgesehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Was glaubst du, wie geht es den anderen Referendaren? Oder weißt du irgendwas darüber? Ja, also es ist so, dass es uns allen so dreckig geht. Ja, also die größte Einschränkung ist ja erstmal, dass die Freizeit größtenteils flach fällt. Ja. Und ich habe einen massiven Schlafmangel, besonders in so Zeiten, in denen viele OBs kommen. Dann kommt das schon mal dazu, dass man über einen Monat eigentlich jede Nacht nur so 4 bis 5 Stunden schläft oder so. Und dann kommen bei mir manchmal Sachen wie so
Nervenschmerzen, sowas, ja. Ich habe an einer Zeit habe ich mal zu stottern angefangen. Wenn ich privat unterwegs bin, bin ich immer mit meinem Kopf auch bei der Arbeit und überlege und denke nach, was steht noch aus, was muss ich noch machen, was wird erwartet, wann stehen meine Unterrichtsbesuche an. Das lässt mich nicht in Ruhe und das nagt dann schon so an den Nerven, was den Schlaf angeht, schon beeinträchtigt. Und würde aber dennoch sagen, dass ich gesundheitlich ja, und sowie psychisch und gesund und physisch fit bin. Was würde denn passieren, wenn du diese ganzen Sachen der Lehrkräfteakademie deinen Ausbildern einfach mal schildern würdest? Ja, also ich finde nicht, dass wir eine Feedback-Kultur haben, die tatsächlich funktioniert und die auch anonym ist. Also in Seminaren wird keine anonyme Rückmeldemöglichkeit gegeben. Jeder Ausbilder weiß dann genau, wer das Feedback gegeben hat. Und da können wir dann, wenn wir unsere Noten nicht gefährden wollen, natürlich nicht offen sagen, was wir wirklich denken und wie es uns geht. Also ich behaupte, manche wenige Ausbilder würden das akzeptieren und trennen können professionell, aber der Großteil absolut nicht. Wir haben jetzt zusammen die Promo-Videos angeschaut. Was hältst du davon? Davon halte ich überhaupt nichts. Also das ist wirklich realitätsfern, dass, wenn ich jetzt mal darauf ausgehe, was ich gesehen habe an Ausstattung der Schule, entspricht es überhaupt nicht dem, was ich erlebt habe. Ich habe in dem Einklassenraum nicht mal eine Tafel, geschweige denn Smartboards oder einen funktionierenden Overhead-Projektor. Oder die Schüler, die da ganz lächelnd musikalisch in den Gängen stehen, das wäre ein Traum, um ehrlich zu sein. Schüler gehen nicht unbedingt mit einem Lächeln in den Klassenraum. Es kommt jeden Tag zu Beleidigungen, zu Mobbing oder Gewalt sogar. Also wie oft haben wir die Polizei vor der Tür stehen? Es ist eigentlich tagtäglich, dass auf unserem Schulhof die Polizei steht, weil sie irgendjemanden mitnehmen. Ja, wir hatten schon Drogendeals in der Schule und das ist überhaupt nicht so, wie es in den Videos beschrieben wird. Auch die netten und lächelnden Lehrkräfte, das ist einfach überhaupt nicht realitätsnah. Würdest du sagen, deine Schule ist eine Brennpunktschule? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe da auch echt einen Griff ins Klo gemacht, aber ich hatte halt keine Wahl. Man wird ja der Schule zugeteilt, was auch wieder echt ja, zum Überdenken wäre. Was empfindest du dabei oder was denkst du dabei, wenn du diese Promo-Videos siehst? Ja, die sind für mich absoluter Schwachsinn. Also ich habe mir die angeguckt und ich musste herzlich lachen. Das hat gar nichts damit zu tun, was es heißt, ein Lehrer zu sein. Das sind absolut gestellte Lerngruppen, die es in der Realität und vor allem in meinem Lehramt überhaupt nicht gibt. Und auch der kollegiale Umgang untereinander wird auf keinen Fall so stattfinden, wie er in diesen Videos gezeigt wird. Also das ist für mich einfach eine Verarsche. Wir haben so einen starken Lehrermangel und wegen dem REF wundert mich das auch nicht, dass keine Sau das machen will. Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich auch nicht dazu entschieden. Und ich finde, dass diese Promo-Videos auf jeden Fall ein total falsches Bild vermitteln und Leute, die darauf basierend die Entscheidung für diesen Beruf fällen, die werden einfach verarscht. So, Ben, wir haben uns die Videos angeguckt. Was hältst du davon? Entspricht das der Realität oder sagst du, es ist komplett anders? Naja, also mit Realität hat das natürlich überhaupt gar nichts zu tun, was da gemacht wird. Also weder wie die Schulen aussehen, noch wie die Klassen aussehen, wie man sich da drin bewegt oder irgendwelche Vorstellungen, die da vermittelt werden, das ist natürlich völlig realitätsfremd. Ich habe mir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch gefragt, wer tatsächlich sowas kauft. Das sind ja auch Steuergelder, denen das bezahlt wird. Ja. Und irgendeine Werbeagentur lacht sich jetzt wahrscheinlich ins Fäustchen, weil es geschafft hat, diese Videos an die Kultusministerien zu verticken. Was ich wirklich schade finde dabei, ist, dass der Job ja eigentlich total wichtig ist. Ich finde, gerade in den Situationen, in denen es halt eben nicht so aussieht wie da. Ja, da ist dieser Job wirklich wichtig, ja, weil es wirklich viele Kinder gibt, die einfach Lehrer brauchen, die sich wirklich auf sie einlassen, ja, und die halt eben alles machen, was man in diesen Videos da nicht sieht. Wenn ich jetzt irgendjemand wäre, der sich für das Lehrerdasein interessiert, was würdest du mir sagen, was würdest du mir raten? Ich würde auf jeden Fall sagen, überleg dir das dreifach,
oder vierfach oder mach was anderes. Persönlich würde ich es nicht nochmal machen. Ich würde dir raten, es nicht zu machen. Wieso? Ja, weil die Kosten-Nutzen-Relation auf keinen Fall aufgeht. Es kostet einen so viel dafür, dass man dann in einem vergleichsweise durchschnittlichen Job dann festhängt, sage ich mal, was man da alles aufgeben muss und wie man leidet, wie man sich psychisch erdrückt fühlt. Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Mit den ganzen Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, wenn du jetzt irgendeine Person treffen würdest, die sagt dir, ich will das Referendariat machen, was würdest du ihr sagen? Ich erzähle ihnen halt meine Erfahrungen aus dem Studienseminar und aus dieser Ausbildung. Irgendwo muss das ja jeder für sich selbst entscheiden, aber es macht definitiv keinen Sinn, irgendwas zu beschönigen. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, manche Leute haben es ein bisschen beschönigt. Manche sagen vielleicht auch irgendwie immer nur dieses alles ist scheiße, also mit alles ist scheiße kann ich auch nichts anfangen. Sollte man auf jeden Fall, finde ich, deutlich begründen, was da eigentlich ist. Das hier ist ja alles anonym. Was würdest du gerne der Lehrkräfteakademie, deinen Ausbildern einfach mal sagen, wenn du könntest? Darfst du ja jetzt. Ja, die Anforderungen sind einfach viel zu hoch. Die Anforderungen könnten echt ein bisschen runtergeschraubt werden, beziehungsweise könnte das ganze System überdacht werden. Also es ist schon ein bisschen veraltet, vor allem, dass man, egal was man im Referendariat macht in diesen 2 Jahren oder welche Noten man bekommt, das hat nichts zu heißen, weil wenn du in diesen 1,5 Stunden in deinem Examen nicht gut bist, bist du durch. Ja, ich würde sagen, liebe Behörde, ihr liebt ja Zahlen so. Ihr seht uns Referendare ja auch nur als Zahlen in eurem Bürokratiesystem und nicht als Menschen. Und deswegen möchte ich euch sagen, dass 3/4 aller Lehrer nicht das reguläre Pensionsalter erreichen, weil sie vorher aus psychischen Gründen früher pensioniert werden müssen. Und im Moment sind 1/4 aller Lehrkräfte aktiv Burnout gefährdet. Und nur 1/3 aller angehenden Lehrkräfte schaffen die ersten 5 Dienstjahre, bevor sie ihren Beruf hinschmeißen. Und ihr wundert euch, wieso das so ist und warum wir so einen Lehrermangel haben. Ihr brecht uns schon im Ref und bereitet uns miserabel auf das vor, was wirklich auf uns zukommt und was von uns erwartet wird. Ihr müsst unbedingt etwas ändern. Das ist ja jetzt hier anonym. Was würdest du der Lehrkräfteakademie gerne sagen? Einfach frei heraus. Ja, also was ich denen gerne sagen würde, ist, dass sie definitiv mal ihre Ausbildung verbessern sollten. Es steht ja jetzt auch noch eine Reform an, aber nachdem, was ich gehört habe, verläuft diese Reform nicht unbedingt in die Richtung, die das Referendar tatsächlich attraktiver und praxisbezogener machen würden. Stattdessen sollte es deutlich praxisbezogener werden. Ich fände es auch sehr gut, wenn man sich nach meinen bisherigen Erfahrungen mit diesen Seminaren die überfachlichen Seminare einfach mal schenkt. Zumindest die Bewertungen, die könnten ja stattfinden, sollten definitiv von qualifizierterem Personal gehalten werden. Die werden da ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was ja auch so ein bisschen mit der ganzen Struktur zusammenhängt, dass es Beamte sind, die irgendwo ihre Stunden ableisten müssen. Jetzt sind die halt nun mal da angestellt und dann kriegen die halt ein überfachliches Seminar, auch wenn sie dafür nicht unbedingt geeignet sind. Das Referendariat wäre deutlich besser, wenn tatsächlich die Ausbilder so fungieren sollten, wie wir auch fungieren, so als Lernbegleiter, uns erstmal begleiten, uns was beibringen, uns entwickeln lassen und uns dann prüfen, nicht von Anfang an prüfen. Wir versuchen das ja auch für unsere Schülerinnen und Schüler angenehmer zu machen. Wir versuchen ja vor allem zu verhindern, dass die ständig so Ohnmachtsgefühle gegenüber der Bewertung haben. Und ich denke, Ohnmachtsgefühle gegenüber der Bewertung an den Studienseminaren ist bei allen Referendaren und Referendaren einfach da. Meine Lieben, ihr habt die Meinung von den Vieren gehört. Mich würde jetzt interessieren, was haltet ihr davon? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich lasse es auf jeden Fall unkommentiert. Ich denke, die Meinungen, die Erfahrung, die sprechen für sich. Es würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit durch ein Abo unterstützen würdet. Damit kann ich dann noch mehr solche Videos machen, noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben und euch neue Perspektiven aufzeigen. Im zweiten Teil wird es darum gehen, was die Lehrkräfteakademie zu diesen Vorwürfen, zu diesen Aussagen zu sagen hat. Ich bin gespannt, ob die sich überhaupt dazu äußern. Wenn sie nicht antworten, dann ja, ist das für mich teilweise eine Bestätigung der Aussagen. Wenn sie doch antworten, dann schauen wir mal. Egal, ob sie antworten oder nicht, das bleibt eine klare Aussage. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Zeit und euer Zuschauen.
Ich wünsche euch alles Gute und sage ciao.